Herzlich willkommen zum Podcast von der Sinfonietta Luzern, der Denkplatz. Heute dabei der Silvan Setz. Hallo miteinander. Ich, der Marius Brunner, und unser Gast, der Fabio da Silva. Hallo zusammen. Fabio, mega schön bist du bei uns. Wir gratulieren dir. Du hast vor ein paar Wochen den Kiwanis Studienpreis bekommen. Erzähl doch einmal, wieso du den bekommen hast. Ja, ich habe diesen Preis vor allem für mein inklusive Engagement bekommen. Es ist ein Projekt, das ich konzipiert habe für die Musikshow in Zusammenarbeit mit einer heilpädagogischen Show. Ich setze mich sehr stark für Inklusion ein, weil ich das Gefühl habe, dass Kunst und Kultur, Musik für alle so zugänglich sind, vor allem auch, ja, für Menschen, die nicht einen einfachen Zugang dazu haben. Speziell jetzt in dem Fall Menschen mit Beeinträchtigungen. Und ja, kurz zusammengefasst, das ist ein Projekt, wo Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen zusammen Musik machen. Mit akustischen Instrumenten, mit einfachsten Perkussionsinstrumenten und mit speziellen Instrumenten, die für Menschen mit Beeinträchtigungen erfunden worden sind. Das ist mega schön. Gratuliere. Danke. Wie hast du das Gefühl gehabt, wie ist das aufgenommen worden von diesen Leuten? Haben die eine scheisse Freude gehabt, dass sie auch endlich mal etwas so machen dürfen mit Profis zusammen? Oder ist hier so eine Anspannung dort rum gewesen? Oder wie haben die das aufgenommen? Nein, es war eine sehr grosse Freude, spürbar gewesen. Ich habe für mich entdeckt, dass man Leute mit Beeinträchtigungen überhaupt nicht anders muss oder darf behandeln. Die Leute haben Freude, die haben Spass, die bekommen eine Plattform für Ausdruck, können sich so ausdrücken, wie sie wollen, und ein Fakt. Also mein Eindruck ist schon immer, dass, oder bis jetzt gesehen, dass man Musikkultur und Leute mit Beeinträchtigung habe ich noch nie wahrgenommen, vor allem auch nicht in den Medien oder so, aber selber, wenn ich an einem Konzert gesehen bin und es auch im Publikum solche Menschen gehabt hat, die sind extrem, wenn Musik läuft oder Musik gespielt wird, das packt die gerade und die zeigen immer ihre Freude, auch mit dem Körper, ein gutes Rhythmusgefühl. Ja. Wie war da deine Erfahrung von der Musikalität oder von der Begeisterungsfähigkeit? Ja, es ist ein sehr schönes Thema, was du da ansprichst. Ich finde, die Leute nehmen die Musik ganz ehrlich und ohne Barrieren wahr. Also die leben das, die spüren das. Ich habe vor kurzem ein Projekt in Zürich gemacht mit der Wohnstätte Zwissig und dort ist so in die ähnliche Richtung gegangen. Wir haben mit 15 beeinträchtigten Menschen haben wir Musik gemacht und man hat einfach gemerkt und gespürt, wie ja, Musik ist eine Sprache, die kein Wort braucht. Also, die Leute haben mitgemacht, die haben das gelebt, die haben getanzt, die haben gesungen, die haben gespielt. Und jetzt kommt mir speziell noch eine Situation in den Sinn von einem jungen Bub, der im Rollstuhl ist und der kann nicht reden. Der hat wirklich nicht viel können machen. Der hat sich einfach mit ein bisschen Bewegungen, mit Tanz hat er sich ausgedrückt. Und wir haben einen Workshop gegeben, der gute 2 Stunden gegangen ist. Und der hat das einfach gefühlt, der hat mitgemacht und der hat das wirklich gespürt. Und dann ist der Workshop vorbei gewesen und dann ist er ausgerastet, weil keine Musik mehr da war. Und das war eigentlich ein mega schönes Gefühl gewesen. Also wenn die Musik da war, ist es ihm gut gegangen, er hat Freude gehabt. Und dann ist die Musik weg gewesen und dann hat irgendetwas gefehlt. Das ist mega interessant. Aber wie ist das? Dort ihr quasi, ihr geht in so eine Wohngruppe und macht mit denen Musik, in dem Sinne in einem geschützten Rahmen, oder? Ihr dürft nicht quasi sagen, hey, wir machen das Konzert und dann führt ihr irgendeine Situation herführen, die stressig werden für die Leute, oder? Ja, wir machen ein bisschen beides. Okay. Also jetzt in diesem Projekt vom Kiwanis-Preis, das ist ein Projekt, wo wir quasi Workshops an der heilpädagogischen Schule geben. Und dort arbeiten wir ein bisschen mit
Kommunikationskonzept und Kompositionskonzept. Wir finden ein bisschen raus, auf was die Leute reagieren, wie sie reagieren, was können sie mitmachen, was können sie nicht machen. Aber ein ganz grosser Punkt ist, dass wir diese Leute, also Leute mit Beeinträchtigungen, mit unseren Schülern von der normalen Musikschule wollen mischen. Das heisst, also nach diesen Workshops, wenn wir schon ein bisschen herausgefunden haben, wie die Leute mitmachen, geht es dann wirklich um ein Ensemble, wo Lehrpersonen, Musiklehrpersonen mit den Schülern an die heilpädagogische Schule gehen und alle zusammen, also Kinder und Jugendliche, Erwachsene mit und ohne Beeinträchtigungen, alle zusammen Musik machen. Und das wird dann nicht nur dort in der Wohngruppe stattfinden, sondern wir tun das über eine längere Periode, über mehrere Workshops zusammen arbeiten und dann gibt es ein Konzert. Das Konzert kann ich jetzt vielleicht schon ankündigen, das wird in der dritten Märzwoche gibt es eine Musikfestwoche in Langnau und dort hat es wirklich vom Montag bis zum Samstag jeden Tag Konzert und ein Abend ist reserviert für das Projekt, für das inklusive Musikprojekt. Mega schön. Jetzt ist mir eine Frage aufgetaucht, und zwar, wir haben noch nicht darüber geredet, was für Musik. Wie sind da deine Erfahrungen oder wie hast du das erlebt? Wie reagieren Menschen mit Beeinträchtigung jetzt zum Beispiel auf zeitgenössische Musik oder auf Improvisation? Weil man ja auch noch sagt oder weiss, dass sie sehr feinfühlig sind. Mhm. Wie sind da deine Erfahrungen? Ja. Also ich glaube, das wird ein ganz buntes Konzert. Also wir legen uns nicht auf eine Musikrichtung festlegen. Erfahrungsgemäss kann ich sagen, dass sehr viel durch Improvisation geht. Also in den Workshops, wo wir herausfinden, auf was die Leute reagieren. Also wir arbeiten mit grafischen Notationen, wir arbeiten mit Dirigenten, mit verschiedensten Spielen, so von einem Maschinenspiele, wenn man einen Schlüssel in die Hand nimmt, kann man eine Person anlassen oder wieder ausschalten und dann unsere Spiele mit dem Perkussionsinstrument. Also Improvisation ist sehr ein grosses Thema. Aber da, vielleicht noch etwas, ich habe in den letzten zwei Jahren eine grosse Recherche gemacht über Instrumente für Leute, die nicht die Feinmotorik haben, um jetzt ein Saxophon oder eine Trompete zu spielen. Und es gibt ein Instrument, das heisst Skoog. Das ist so ein Würfel und dort kann man eigentlich 5 Töne oder Klänge programmieren. Also man kann das über GarageBand laufen und dann kann man wirklich einem Menschen, der nicht die Feinmotorik hat, um ein Instrument zu spielen, das Instrument auf diesen Würfel programmieren, zum Beispiel Saxophon, und dann kann er mitspielen. Und dort kann man auch wirklich so jetzt in den Bereich Popmusik gehen, also etwas, wo Harmonien hat. Natürlich ist das Musik, die logisch und einfach strukturiert ist, aber man kann die Würfel so einstellen, dass man quasi die Musik nicht stört und somit auch mega schnell ein riesiges Erfolgserlebnis hat. Also nehmen wir jetzt so einen Popsong mit 4-Chord-Song. Und dann kann man die bei diesem Würfel einstellen und dann kann man die drauf drücken, es erklingt und man ist einfach Teil des Ensemble, Teil der Musik. Und darum, also die inklusive Projekte, die ich mache, die gehen in die Improvisation, ganz frei, kann aber auch mit einem Konzept sein, aber auch mit normaler Popmusik. Das inspiriert irgendwie mega, das ist mega schön. Gratuliere zu dieser Idee. Danke. Auch irgendwie. Ich habe vorhin dir voll zugelassen und mir irgendwie selber so die Frage gestellt, was nimmst du aus dem nachher selber mit für dein eigenes Musizieren? Ich habe das Gefühl, mega viel, nicht? Oder eine riesige Energie. Ja. Also, ja, Energie, Inspiration, Vertrauen. Also mir gibt das sehr, sehr viel. Ich kann vielleicht ganz kurz erwähnen, wieso dass ich eigentlich zu dem Ganzen gekommen bin. Ihr wisst, ich habe Musik studiert und bin sehr, sehr ambitionierter Saxophonist und habe eigentlich immer und überall der Beste sein wollen. Oder? Und, ich hatte irgendwann während dem Studium wirklich so eine Krise gehabt, weil es nur noch um das gegangen ist. Also, man übt 7 Stunden am Tag und man muss der sein, der am höchsten und am schnellsten und am perfektesten spielt.
Und dann kommen die Leute hören und wenn irgendwie einen Fehler drin hast, dann heisst es ja, oder der Fabio hat einen Fehler gemacht. Und ich habe den Sinn nicht mehr gesehen von dem Ganzen. Und dann ist eigentlich im Lockdown, habe ich einen Kulturverein gegründet, wo wir Kunst und Kultur an Leute bringen, die nicht einfachen Zugang dazu haben. Wir haben Projekte in einer Suchtklinik gemacht, in einem Gefängnis, in einem Behindertenzentrum. Und ich habe für mich gemerkt, wie viel das mir das gibt. Oder wie viel, dass du mit der Musik oder dass du deine Musik in einen speziellen Kontext setzt und für jemanden etwas kannst machen kannst, mit jemandem etwas kannst machen. Und auch wenn es jetzt vielleicht künstlerisch nicht halt wie ein Glasunov-Solo-Konzert ist, es gibt mir so viel mehr. Und das ist schön, das inspiriert und gibt mir Energie zum Weitermachen. Das ist vielleicht auch ein anderer Zugang zu die Freude für und zu der Musik wieder zu finden, oder? Also absolut. Nicht nur noch das professionelle Abschletzen von all diesen Sachen. Das finde ich mega interessant. Also aber es braucht viel mehr drumherum, oder? Also eben, wenn du sagst, im März sind die Konzerte, also das geht locker fast ein Jahr mit Workshops und allem, wo er mit den Leuten arbeitet. Und wahrscheinlich noch ein halbes Jahr oder ein Jahr im Voraus, bis man alle zum Planen und mit den Leuten in Kontakt kommt. Und so, oder? Das geht lang. Auf jeden Fall. Also Es ist ein grosser Aufwand, es ist viel Arbeit, aber ich bin einfach überzeugt davon, dass die Leute genau das gleiche Recht haben, Musik zu machen, Musik zu hören, Konzerte zu besuchen, wie wir alle auch. Und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig und das ist ein grosses Ziel, das ich habe, dass eigentlich sogar das Wort Inklusion irgendwann ist, dass es das Wort gar nicht braucht. Dass es einfach normal ist, wenn du an einer Vortragsübung gehst, an einer Musizierstunde, an der Musikschule und dort spielt halt ein Kind mit Beeinträchtigung. Oder dass es ein Konzert gibt, wo Leute mit und ohne Beeinträchtigung zusammen spielen. Das sollte einfach normal sein. Das ist jetzt alles ja immer vom Punkt aus gesehen, dass die Leute mit Beeinträchtigung auch Musik machen, oder? Hast du dir auch schon mal so ein bisschen Gedanken gemacht dazu, dass es Angebot gibt für Leute mit Beeinträchtigungen, ein Konzert zu hören? Also ich weiss zum Beispiel, das Luzerner Sinfonieorchester ist ja quasi, oder nennt sich auch ein bisschen das Inklusivorchester. Die haben überall den, ich weiss nicht genau, wie es heisst, aber so wie der Badge drauf quasi. Das Konzert ist, ja genau, ja. Das ist inklusiv, da sind wie die Rahmenbedingungen gegeben, dass also die Leute können hören, oder? Ja. Gibt's, ich weiss nicht, ich nehme an, du hast das ein bisschen recherchiert mit. Gibt es nicht so viele Angebote, oder? Es gibt einfach zu wenig. Ja. Es gibt einfach wirklich noch zu wenig. Und ich glaube, wir sind da und wir müssen etwas ändern. Genau. Ich habe gerade diese Woche gelesen, dass, ich glaube, es ist Luxemburg, wo jetzt Musikunterricht für alle gratis wird. Was ich super finde. Nur schade, dass es noch nicht in der Schweiz so ist. Jetzt aber zu dem Punkt, zum Beispiel an Musikschulen bei uns in der Schweiz. Ich habe ja auch selber ein paar Jahre unterrichtet. An verschiedenen Schulen habe ich noch nie Schüler gesehen mit Beeinträchtigungen. Gibt es für das an den heilpädagogischen Schulen Musikunterricht? Oder wie wird das gemacht? Oder was gibt es da für Möglichkeiten? Ja, es gibt nicht in dem Sinn wirklich Musikunterricht. Es gibt mehr so ein bisschen Atelier arbeiten, oder wo man so ein bisschen in der Gruppe etwas macht. Es gibt jetzt an dieser heilpädagogischen Schule, wo wir das Projekt machen, gibt es auch eine Band. Also das ist wirklich mega cool, dass es eine Band gibt und dass es eine Bandleader gibt, die etwas mit diesen Leuten macht. Aber dort ist es ist auch immer noch, also das Angebot ist eher rar und mager. Also zum Beispiel ein Projekt in Zürich, wo wir gesehen sind, dort hat es einfach überhaupt gar kein musikalisches Angebot gehabt. Ja, und das werde ich jetzt ein bisschen ändern. Es ist die Realität, dass vielleicht das Interesse gar nicht so gross da ist. Also ich rede jetzt von der Seite von Musiklehrpersonen. Es gibt auch wenige Musiklehrpersonen, die sich in diesem Bereich weiterentwickeln oder weiterbilden wollen. Und das werde ich ändern. Also ich fange jetzt ja ein CAS an. Für Musikunterricht mit beeinträchtigten Menschen oder Menschen mit speziellen Bedürfnissen. Und ich finde, das ist wichtig, dass das ein Thema der Musikschule wird, dass sie Angebote haben für Leute mit und ohne Beeinträchtigung.
Das ist ja eigentlich es geht, die Frage, die ich dir jetzt gerade stellen wollte. Wenn du den Pedamaster machst, dann hast du nicht einmal mit dem Thema etwas zu tun, oder? Nein. Also du lernst nichts in diesem Bereich. Das wird gar nicht berücksichtigt. Überhaupt nicht. Also alles, was ich gelernt habe, war Learning by Doing. Ja. Ich habe natürlich viel gelesen, aber rein Padmaster, den du an der Hochschule machst, wirst du nicht einmal mit diesem Thema konfrontiert. Das ist ja schon wichtig, um auch können, überhaupt umgehen mit beeinträchtigten Leuten und dass dich das selber nicht auch noch betrifft, irgendwie, ja. Wenn du gehst nachher. Oder das, ja. Also, ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich hart auch ist, zum Teil mit einzelnen Leuten zu arbeiten. Oder? Ja. Das ist ganz eine andere Arbeit. Es ist auch eine Arbeit, die mehr Energie braucht. Also, ich kann mich noch gut jetzt an die letzten Workshops zu Zürich erinnern. Nach 2 Stunden bin ich komplett kaputt gewesen. Und sonst kann ich eigentlich den ganzen Tag unterrichten und bin noch relativ fit. Also es ist schon eine andere Energie, die da oben ist. Ganz, ganz spannend, Fabio. Ihr, die hier aussen gerade zuhört, was macht das mit euch, wenn ihr über das Thema jetzt mal gehört habt? Schreibt uns doch via unserer Webseite. Würde uns sehr freuen. Und wir freuen uns auch, wenn du das nächste Mal zuhörst, wenn es wieder heisst, der Denkblatt.